Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Woche, zum nächsten Cash Stuffing, wie auch immer. Ja, ich begrüße euch recht herzlich mal wieder und vor allen Dingen begrüße ich die ganz neuen Zuschauer. Vielen Dank für euer Abo. Ich freue mich für jeden einzelnen Abonnenten, der ja drauf geklickt hat und ja, mich ein bisschen begleitet auf meiner Reise. So, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin heute sowas von unvorbereitet. Es ist einiges durcheinander gekommen. Ja, hier habe ich mir den wieder abgehauen. Aber den habe ich mir richtig derbe eingequetscht. Aber egal, nicht Thema dieses Kanals. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich war heute Morgen schon auf dem Flohmarkt und habe ein bisschen Kohle dagelassen. Und ich habe dieses süße kleine Füchslein gefunden. Und ich glaube, es gibt sogar eine Dame hier, die nennt ihren Kanal Sparfüchsin oder sowas. Also falls du mal hier reinschaust, meine Liebe, also mich erinnert der total an dich. Und ich bin auch daran vorbeigegangen. Bin dann aber wieder retour mit meiner Tochter gegangen und habe gesagt, komm, die zwei nehmen wir mit. Das passt super zu dem Herbst. Von der Farbe her total süß. Und ja, den habe ich mir jetzt einfach gegönnt. Der hat 1 Euro gekostet. Ich bin ein totaler Freund von Flohmärkten. Und wir haben heute Glück gehabt. Und ja, jetzt starten wir erstmal und schauen mal, welche Kategorien ich wie geplündert habe, weil es mal wieder so war, dass ich einfach reingegriffen habe, nichts notiert habe und gegangen bin. So, nichtsdestotrotz habe ich hier schon mal das ganze Geld, was wir verteilen werden für den nächsten Monat. Und wir können gerne mal zusammen schauen, wie viel es diesen Monat ist. Es ist, ich glaube, sogar weniger wie die letzten Monate. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber das werden wir gleich sehen. Also, wir haben einmal 200 Euro. So. Ein super Ständer. Ich habe noch gar keiner gelobt für meinen toll gebauten, selbstgebauten Ständer. 200, 300, 400, 500, 600, 750, 750, 60, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830 und 840. Das war's. Mehr gibt nicht. So, meine Lieben, ich tue das mal jetzt so machen. Dann sehen wir es. Seht ihr es? Ja, ihr seht es ganz gut. Ich tue mal das Füchslein mal daher. Und weiter geht's. So. Ja. Bevor wir überhaupt starten, schauen wir mal, was mir noch in meinem Geldbeutel drin ist. Und woher ich das alles habe und so weiter. Mein Einkaufschip mit Verlängerung. Ja, da ist noch was drin. So, Ebbe. Gut, ich habe hier noch diese ganzen Zweier. Die Einser, die habe ich mir heute Morgen alle geklaut, damit ich auf dem Flohmarkt, falls ich was finden sollte, bezahlen kann. So, das ganz Kleine kommt weg. Das sammle ich ja. Und da werde ich euch im November sagen, was ich damit mache. Das kann ich wieder zurücktun. Das ist mein Chip. Okay, also, das haben wir jetzt schon mal rausgenommen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hiermit an. Ich muss ein bisschen umswitchen und Plätzchen schaffen. So, in den Lebensmitteln ist nichts mehr drin. Mein Mann war einkaufen, habe ich euch das schon gesagt? Oh, jetzt schaut euch das mal an, der Bein, der geht schon kaputt. Das gibt's doch gar nicht, so alt ist der noch gar nicht. Ha? Okay. Gut, gut, habe ich gar nicht so bemerkt. Also, wir schauen jetzt erstmal, was wir alles haben. Drogerie ist 20 drinnen. Ja, 20 drinnen. Also heute passt sie irgendwie nicht. Machen wir es so nochmal. Mehr Platz.
Noch ein bisschen Plätzchen. Jetzt. Gut. Also, in Drogerie ist, also Lebensmittel schreibe ich jetzt mal auf, ist 0. In Drogerie sind 20 drinnen. In Tank sollten 10 drinnen sein. Sind es auch. Schreiben wir auf. Mein Sohn hat nichts. Meine Tochter hat auch nichts. Geschenke. Da, nee, zuerst kam der Geldbeutel, der hat ja jetzt auch nichts mehr. Geschenke ist geplündert worden. Meine Tochter war nämlich einkaufen. Ich habe meinen Kindern gesagt, sie sollen auf alle Fälle notieren. Haben sie natürlich nicht gemacht. Gut, da sind jetzt nur noch 5 Euro drin. Seht ihr mal. Ich habe so lachen müssen. Ich habe eine Dame angeschaut und die hat erklärt, dass irgendwie jetzt jeder sie nach Bargeld fragt im Haus, weil derjenige genau weiß, dass sie noch Geld hat im Haus. Und das war irgendwie total witzig. Und ja, so geht es mir leider auch. Also es wird immer mehr. Jeden Tag werde ich angeschrieben in der Arbeit. Ja, kann ich mir da bitte was rausnehmen, weil das und das. Muss ich mir noch überlegen. Gut. Das ist mein Spaß sozusagen. Das ist eher so mein Notgroschen. Den habe ich natürlich nicht angefasst. Das sind immer noch 505 Euro drinnen. Dann in Gesundheit haben wir noch laut Plan 40. Es sind auch 40 drinnen. Allerdings war ich beim Arzt und benötige, also muss Medikamente holen. 10, 20. 30, 40, ja. Schule sollte auch 40 haben. Nichts weg, also. Auto ist auch noch nichts weg, 70. Kleidung, yes, bei 30. Und Friseur, den haben wir hier hinten. Der Friseur ist geplündert worden, glaube ich. 1, 2. Ja. Da ist auch 10 Euro weg. Machen wir minus 10, sind wir bei 20. Sehr gut. Dabei. Ja. Ich brauche noch meine Haarfarbe, die muss ich jetzt aber dann holen. Also wird es nicht. Hä? Doch 30. Hä? Da haben wir gar nichts geplündert. Ach Mensch, das stimmt doch gar nicht. Ich dachte, wir hätten da was gerade rausgenommen. Vergesst es. Es sind 30. Ihr müsst entschuldigen, ich bin heute extrem müde. Ich habe endlich Urlaub und ich habe jetzt durchgearbeitet, seitdem ich angefangen habe. Und mir ist das dann, ja, deutlich zu viel, wenn ich ehrlich bin, und keine Pause kriege und auch nicht zu Hause, weil ja dann die Kinder da sind und so weiter. Also es ist ja ein bisschen viel los um mich herum momentan. So, 20, 30, 40, 45 ist in Weihnachten. Also Friseur waren wir bei 30, Weihnachten 45. Bei Freeletics sind es 30. Und die Challenges haben wir jetzt noch nicht aufgeschrieben, das machen wir aber gleich. So, jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns erst nochmal, machen wir das Wichtigste jetzt erstmal voll für heute, für die nächste kommende Woche in Lebensmittel. Wie immer ein Huni, 10, 20, 25. An die Dame, die mir geschrieben hat, dass ich mich verrechnet habe und meinem Mann zu wenig ins Täschchen reingegeben habe. Du hattest absolut recht. Mein Mann ist auch über das Budget gekommen und hat selbst draufgelegt. Ansonsten danke nochmal für den Hinweis. Absolut richtig. Ich habe dem viel zu wenig Geld mitgegeben. Ich habe irgendwie verzählt. Das passiert mir ja sehr oft. Leider, ja. Aber ich habe es ihm gesagt, also bevor er gegangen ist, habe ich es ihm gesagt, er muss aufpassen, er hat nicht so viel Geld dabei, aber er hat noch andere Sachen geholt und den Rest hat er drauf gezahlt. So, damit hat Lebensmittel 125 Euro in die Drogerie, da sind 20 Euro gerade drinnen.
Jetzt überlege ich gerade. Nee, wir müssen es ein bisschen anders machen. Wir müssen das Geld aufteilen, weil ich sonst zu viel hin und her verstaffe sozusagen. Ich habe jetzt leider überhaupt nicht das Geld so bekommen, wie ich eigentlich wollte. Also wir haben jetzt eigentlich noch dreimal 125 Euro. Das sind dann 375. 100, 200, 350. Ja, seht ihr, wenn ich das dann 50, ich mache jetzt 400. Das tue ich jetzt erst schon mal weg für Essen, weil ich sonst jetzt das ganze Geld verstaffe. Ah, nein, das kann ich da auch nicht reintun. Ich muss es getrennt wegtun. Das ist für Lebensmittel und der Rest ist noch da und mein Automat, ich kann da nicht stückeln, deswegen bleibt das Geld zwar noch über, aber ich werde nicht alles, ich budgetiere, wie ihr ja vielleicht schon wisst, wöchentlich. Mir fällt es viel, viel leichter eigentlich, wöchentlich zu budgetieren. Ja, und deswegen mache ich das einfach so. Okay, ich muss noch kurz spicken. Ich habe mir nämlich schon notiert, wo ich was benötige. Eine Sekunde bitte. Ich sage ja, ich bin heute really durcheinander. Ah ja, bevor die Fragen kommen, ich habe natürlich. Entschuldigt. Ich habe natürlich. Das ist nicht mein gesamtes Gehalt. Das ist klar. Es bleibt. Einmal für die Nachhilfe bleibt Geld auf meinem Konto. Für meinen Zigarettenkonsum bleibt Geld auf dem Konto. Für meine Strafe. Das habe ich auch gleich abgezogen. Ich muss ja um die 100 Euro Strafe bezahlen. Ja, es waren, wie viel waren das? 80? Ich habe jetzt auf 100 ja, hochgerechnet. Was noch? Das, glaube ich, waren die Posten, die ich ja so, ja, noch Handy und meine fixen Nebenkosten, die ich habe. So Handy und was haben wir da noch? Für meine Tochter das Handy, meine Kontogebühren und diese ganzen Kosten, das lasse ich immer auf dem Konto und ich nehme tatsächlich das Bargeld dann nur raus, was ich so. Ja, für den täglichen Bedarf benötige oder halt, wie ich jetzt halt auch Sparen habe. So, also Lebensmittel haben wir jetzt schon mal die 125 drinnen. In Drogerie haben wir jetzt gerade 20. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch da drinnen. Das möchte mir reichen. Tank hat 10. Das ist natürlich definitiv zu wenig. Ich habe ja jetzt die Woche Urlaub. Und möchte mit meiner Tochter ein bisschen fahren. Ich nehme mir jetzt 50 Euro dazu. Und dann sind wir bei 55. Oh Gott. Also ich sag's euch. Da stehen 10 Euro mehr. Also sind ja auch 10. Vergesst es. Heute ist nicht mein Day. Ich bin auch extrem müde. Das habe ich euch ja gerade erst gesagt. Oh, ich bin so durcheinander. So bin ich halt. Ja. Also, wo ist das jetzt? Da, Tank. Drogerie bleibt also bei 20. Der Tank hat 50 bekommen, sind wir bei 60. So, dann kommen meine Kiddies. Die kriegen auch, wie immer, 10 Euro. Wir haben den 4.9. heute schon. Der Herbst ist schon in vollen Zügen. Und ich hasse es. Ich hasse Herbst, ich hasse Winter, ich liebe Sonne, Sommer, Meer. Aber hilft nichts, da muss man durch. So, also mein Sohn hat 10, meine Tochter kriegt natürlich auch 10. So, die werden wir wahrscheinlich auch verprassen, die Woche. 100 pro. Ich habe geplant, nächstes Wochenende zu einem ganz, ganz großen Flohmarkt hier in der Nähe zu fahren. Und da werde ich dann jede Menge hoffentlich finden, auch für meine Kinder. Vor allen Dingen auch Klamotten. Also ich kaufe sehr gerne Klamotten auf Flohmärkten oder Secondhand. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich wasche die dann einfach und dann sind sie wie neu. Ich schaue ja, wie das aussieht. Ja. So, zur Ausnahme des Tages bekomme ich. Krass. 50 Euro gönne ich mir in mein Geldbeutel, weil ich ja auch auf dem Flohmarkt bin und weil wir die Woche eben unterwegs sind. So.
Dann Geschenke, wie gesagt, wurde schon ein bisschen was rausgenommen. Genau, weil meine Tochter war auf einem Geburtstag. Geschenke kriegt auch 5, sodass wir auf 10 sind. Ja, was habe ich denn geplant in meiner Urlaubszeit? Wir haben einiges, klar. Meistens eher so Sachen, auf die man sonst ja auch nicht hinkommt. Und mal schauen. Erstmal ausruhen und schlafen ein bisschen. So, das war es jetzt hier in diesem Ordner. Da kommt der nächste. Die Mama bekommt nochmal ein Fuffi. Ich zähle das jetzt heute nicht mehr mit. Das haben wir ja letztens schon, wo ich schon das Stottern angefangen habe. Und boah, jetzt schaut euch mal das an. Wir haben 5, 5, 5. Really gut, wie ich finde. Also für das, dass ich das ja noch nicht Ewigkeiten mache, denke ich, läuft es toi, toi, toi ganz gut. Gesundheit hat 40. Ich würde ganz gerne 10 in Gesundheit reintun, weil. Nee, wir machen 5. Wir machen nur 5. Ich glaube, nee, was kostet ein Rezept? 5 Euro, ne? Nee, wir machen doch 10. Ich kriege nämlich 2 Medikamente, die muss ich mir holen. Und ich habe ja dann auch noch einen Zahnarzttermin nächste Woche. Ich hoffe, dass alles okay ist, weil ich will nicht. Ich will nicht. So, Schule sollte 40 haben. Und ja. 40, 10, 20, 30, 40, kriegt ein Fünfer, sodass wir auf 45 gelangen. So, plus 5 sind 45. Es sammelt sich. Ich habe so viel vor. Ich habe so viele Gedanken, so viele Ideen und. Da ist es dann schlimm, da muss ich immer vorsichtig sein und gut auf mich aufpassen, weil ich mich sonst verhaspel und mich dann extrem auf etwas fokussiere und konzentriere und dann ist es echt gefährlich. Okay, es geht weiter mit Auto. Haben wir gerade mal 70 Euro drinnen und ich glaube in der Tat, ich werde 50 reintun, oder? Nee, ich lasse Auto jetzt heute leer. Ich lasse es bei 70. Ah, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 25. Und ach, wir haben 2 Fünfer noch. 2 50er noch. Jetzt muss ich wirklich gut überlegen. Ich bräuchte nämlich auch was bei Kleidung und mal gucken. Okay, machen wir es so. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Kleidung, hätten wir 30. Dann nehmen wir doch da einen 50er mit, sodass wir auf 80, 70, 80 kommen müssten. Wie gesagt, wenn ich nächste Woche natürlich unterwegs bin, werde ich schauen, dass ich den Kids auch nochmal kaufe, was sie brauchen. Da kommt noch einiges zu. Okay, Auto lasse ich jetzt in der Tat noch mal ganz kurz. Friseur kommt auf gar keinen Fall was rein. Nee, ich brauche keinen Friseur. Vielleicht werde ich diese Kategorie auch plündern, falls wir irgendwie Klamotten oder sowas finden für die Kids, weil das wird mir ja nicht reichen. Also mit 80 Euro kauft man ja nicht wirklich viel. Weihnachten freue ich mich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also hätte ich, habe ich, also man vergisst in der Tat, wie viel Geld man auf die Seite gelegt hat. Das ist Wahnsinn. Also ich kann es wirklich jedem, jedem, jedem wirklich empfehlen, auch wenn es wirklich nur 5 Euro sind. Es wird wirklich mehr, ohne dass man, ja, merken tust es natürlich dann schon. Also wenn du dich damit regelmäßig befasst, ja, ist das voll cool. Schaut mal, ich habe immer nur 5 Euro mal 15 mal 5, 10, 5, 5 und schon sind 50. Also ich finde das wirklich eine super geile Sache. Also ich bin so, so froh, dass ich da drauf gekommen bin.
kann es gar nicht sagen. Also wirklich, ganz ehrlich, macht es auch. Es lohnt sich definitiv. Auch wenn ihr nicht so viel Geld habt wie manche andere YouTuber. Das ist halt nun mal so. Jeder hat sein Leben und sein Päckchen zu tragen. Und nur weil jemand viel Geld hat, heißt es noch lange nicht, dass er glücklicher ist oder dass er gut mit Geld umgehen kann oder sonst was. Lasst euch nicht täuschen. Wirklich nicht. Also. Okay, Freeletics, da haben wir 30. Ich würde gern 5 Euro reintun. Einmal der Speicher auf das Abo für nächstes Jahr. Dann sind wir bei 35. Oh, jetzt muss ich schnell mit dem da schreiben. Also, wir haben den 4.9. Nochmal 5, sind wir bei 35. Wunderbar. Gut, dann haben wir alles erledigt außer dem Auto, gell? Ich lasse das Auto. Ich lasse das. Oder? Hm. Ja, ich glaube, ich lasse das. Jetzt haben wir noch 60 Euro, ne? Nie mehr. 50, 60, 65 Euro könnte ich noch verteilen. Auf alle Fälle, ich bräuchte natürlich auch was fürs Auto, gell? Boah. Nee, ich glaube, ich belasse das dabei und werde das Geld zurückstellen. Ja, für die nächste Zeit, die noch ansteht und die noch kommt, das ist das restliche Geld, was ich noch habe, weil ich ja eigentlich wöchentlich budgetiere. Ich habe jetzt heute, glaube ich, eh mehr schon genommen, aber das liegt einfach daran, dass eben, ja, dass ich jetzt Urlaub habe und deswegen. Nee, ich belasse das dabei. Das Geld tue ich wieder weg. Jetzt habe ich hier kein Dings mehr, gell? Da steht Woche 5, aber das stimmt nicht. Bevor ich das Geld aber verliere. Ich glaube, ich tue das jetzt einfach da rein. Na. So, ich habe das Geld jetzt hier einfach, das restliche Geld, was ich ja noch habe, für Essen, hier reingetan. Hier steht zwar Woche 5 drauf, das stimmt aber nicht. Und den tun wir auch hier in diesen grünen Vorlebensmittel. Ah, den verstecken wir da hinten. Nicht, dass die Kinder auf Ideen kommen, weil jetzt wissen sie, wo Geld ist. Ja, wer weiß, was da kommt. Gut, das war es in dieser Hinsicht. Jetzt schauen wir uns bitte nochmal hier den Salat an, den wir hier angestellt haben heute Morgen. So, in Autoputz. Ich war natürlich noch nicht putzen. Bei den 2 Euro haben wir echt mega zugeschlagen. Wir haben nämlich alles geplündert. Und haben heute auch schon ein paar Klamotten gefunden, im Übrigen beim Flohmarkt. Und ja, wie viel haben wir noch? 2, 4, 6, 8. Wir haben noch 8 Euro drinnen. 22 weg. Eigentlich wollte ich mit dem Geld ja spielen, wie ihr ja wisst. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, für was ich das Geld dann auf die Seite lege. Und deswegen kann ich es euch noch gar nicht sagen. Und ich möchte hier noch nichts festlegen, bis diese Woche vorbei ist. Weil, wie gesagt, mit Kids daheim und wenn man dann vielleicht unterwegs ist, als hier und so weiter, das wird mir eh nicht reichen. Also ich werde da vielleicht auch von unserem ersparten eigentlichen Urlaubsgeld, was wir ja die letzten Jahre gesammelt haben, aufgrund Corona nirgendwo waren, vielleicht nehme ich mir da auch noch mal ein Geld. Also das möchte ich schon dazu sagen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es noch mit meinem Mann besprechen. Und ja. So, hier haben wir auch nochmal 3 Euro. Das sind dann 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder?
13. Dann haben wir ja gar nicht so viel raus. Nur 2 Euro. Gut. Dann haben wir hier 13. Und spielen werde ich heute leider auch nicht. Meine Tochter ist im Übrigen gar nicht daheim. Und auf alle Fälle wollte ich ja mal 8 Euro erspielt. Und ich werde die 50 Cent ganz hinterhin tun in Spielgeld. Und sobald da sich ein bisschen was gesammelt hat oder ich weiß, wofür ich diese ganzen Spiele spiele, muss mir da wirklich noch Gedanken machen. Aber ja, ich weiß es heute noch nicht. Noch der 8, 10. 8, 10. 18. Ja. 24, 25 Euro. Das war's. Jetzt können wir gerne nochmal zusammenrechnen, wenn ihr wollt. Aber um ehrlich zu sein, oh Gott, ich bin so müde und ich werde jetzt auch sofort ins Bett, glaube ich. Es tut mir leid, heute ist nicht mein guter Tag. Ich werde heute auch nicht zusammenzählen, seid mir bitte nicht böse. Könnt mir ein bisschen Schlaf. toi, 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 gesundheitlich geht es mir gut, also macht euch da bitte keine Sorgen. Falls ihr meine Mädels sind von meinem anderen Kanal, ihr könnt euch freuen. Es geht auch da definitiv mega aufwärts. Ich habe natürlich hinter den Kulissen gearbeitet. So ist es nicht. Jeder, der mich kennt, der weiß eigentlich ganz genau, dass ich nichts Unvorbereitetes mache. Und beziehungsweise auch wenn ich irgendwo hingehe oder so, ich bin eigentlich immer übervorbereitet. Und deswegen, ja, außer heute hier mit diesem Budget. Ich habe heute irgendwie auch mega lustlos. Vielleicht liegt es an diesem Wetter. Es waren 40 Grad immer und jetzt auf einmal, bumm. Heute Morgen schon so kalt, dass wir Jacken anziehen mussten. Und dann wird es wieder heiß und vielleicht ist dieser Umschwung einfach nicht so das Wahre für mich. Und ja, wir belassen das dabei. Ich freue mich definitiv, wie gesagt, dass ich die Woche Urlaub habe. Morgen wollten wir eigentlich in den Zoo gehen. Und im Übrigen, ich mag keine Zoos und ich unterstütze das eigentlich auch überhaupt nicht gerne. Meine Tochter ist aber noch recht jung und sie möchte auch Tiere sehen. Und sie ist ein großer Tierfreund, deswegen werde ich das machen. Aber sobald die aus einem Alter raus sind, unterstütze ich keine Zoos. Weil die Tiere gehören nicht eingesperrt irgendwo, damit wir sie anschauen, was sie dummerweise tun, sondern die gehören in die freie Natur. Das ist so meine Meinung, aber jeder wie er denkt. Gut, aber Elefanten und Co. haben hier bei uns nichts zu suchen. Das ist nicht ihre Heimat, so denke ich nun mal. Und deswegen gehe ich auch nicht in einen Zirkus, weil das ist für mich absolute Tierquälerei. Das ist ja... Aber toi, 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 muss jeder für sich selbst entscheiden. Diese Entscheidung habe ich für unsere Familie, haben wir natürlich gemeinsam entschieden und wir halten uns auch gerne daran. Aber in den Zoo werde ich jetzt nochmal gehen wahrscheinlich und oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Also entschuldigt mich, dass ich heute nicht so gut drauf war. Ich merke selber, dass ich heute irgendwie auch total einfach kaputt bin und es Zeit wird, dass ich einfach mal wieder ein bisschen runterkommen kann. Ich freue mich mega auf die Woche, habe ich euch jetzt zum 300. Mal gesagt. Und bin sehr gespannt auf nächste Woche, wenn wir dann nochmal schauen, wo ich was geplündert habe, wie viel ich aus dem Urlaubsgeld genommen habe, was wir jetzt hier natürlich nicht drinnen haben, sondern das habe ich ja mit meinem Mann, bevor ich diesen Kanal überhaupt gemacht habe, erspart von den letzten Jahren. Und aber ich sag's euch, ich werde alle Kassenzettel aufbewahren, also es wird da jetzt nichts geben. Und falls jemand meint, dass ich irgendwie was für den Shop kaufe, ja, ich habe Sachen gekauft für den Etsy-Shop, allerdings alles nur mit dem Geld, was ich mit Etsy mache.
Großartige Gewinne sind es noch nicht. Das könnt ihr euch natürlich selber, also jeder, der einen Shop hat, der kann eins und eins zusammenzählen und jeder weiß ganz genau, wie viel Arbeit es ist, auch so Budget-Sheets zu machen, solche Spiele zu machen. Da steckt wirklich Arbeit dahinter. Ja, also es ist jetzt nicht einfach, ja, mache ich jetzt und es ist, man muss davor viel rechnen, viel nachdenken und es ist nicht einfach, oh, das sieht toll aus, das mache ich jetzt auch. Es gehört schon viel mehr dazu. Also Respekt an jeden, der so einen Etsy-Shop hat oder überhaupt einen anderen Shop. Wobei ich einen anderen Shop gefährlich finde, wenn jemand aufmacht ohne rechtliches Wissen. Ich möchte mich jetzt nicht weiter hierzu äußern. Es gibt aber einige, die haben Etsy-Shops. Da fehlt das Impressum auch schon. Genauso auf den YouTube-Kanälen und so weiter. Ich kann diesen Mädels wirklich nur raten, seid da vorsichtig. Das ist alles ja, gespeichert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende, schöne Zeit. Wir sehen uns spätestens nächstes Wochenende. Und ja, haltet die Ohren steif und bis ganz bald. Ciao, ciao.